Auf die Plätze, fertig, los. Hier haben wir leider das Mikrofon nicht eingesteckt, deswegen wird dieses Video nachvertont. Es gibt Korean Chicken. Ja, leider. Hier versucht er gerade sehr professionell das Huhn zu zerlegen. Ja, wir verwenden in erster Linie mal Stummküken. Es ist kein Huhn, es ist Stummküken. Man kann aber auch Chicken Wings verwenden. Ja, oder aber normales Huhn. Nein. Wieso nicht? Weil ich das Ganze dann frittiere. Da brauche ich nicht einen riesen Huhn. Das brauche ich dafür einen Topf. Also entweder du tust ja eh Teile davon nur machen. Wollen wir jetzt das aufnehmen oder wollen wir jetzt diskutieren über alles? Er zerlegt das Huhn. Ja, ich zerlege das Huhn. Ich mache einfach mal hier zwei. Also erst gehe ich mal die Hälfte, ja, wie man ja eh sieht. Man sieht eh alles, ja, da muss ich ja gar nicht so viel reden. Ich weiß auch gar nicht, wieso wir während dem Video so viel reden. Und dann löse ich Keule von Brust. Den kleinsten Aua. Flügelchen. Es war nicht mein Finger. Und dann. Dann steht er da und weiß nicht so genau, was er tun soll. Jetzt. Das ist aber auch sehr komisch, jetzt irgendwas nachzuvertonen, ja. Das macht man nicht Mehl? Mehr. Ja. Mehl. Das nächste Mal tust du besser aufpassen, ja. Das Ding's, Mehl? Ja, ja, du warst nicht eingesteckt. Weil du mich nicht kontrollierst. Da du Mehl, warst nicht. Stärke. Was ist für Stärke? Kartoffelstärke. Oder Maizena, Maisstärke war es. Oh, ob das jetzt so klappt, gell? Das ist eher der erste Versuch hat nicht geklappt. War ist das der erste? Ich weiß es nicht. Na, hoffentlich ist es nicht der erste. Das war so peinlich, ey. Das war eine richtige Matschepampe, ja. Ich habe jetzt ein Ei dazugegeben, ja, und vermische jetzt den ganzen Kram. Und du hattest beim ersten Versuch ist zu viel Maisstärke. Ist das der erste Versuch? Na, ich glaube, das schaut ganz gut aus. Ja, ich glaube. Okay, ja, ein Ei dazu und verrühren. Ja, also einfach so richtig schön einmassieren. Ich möchte gern hören, hört man da gar nichts, oder was ich sage? Nein. Das ist ja echt schade. Gar nichts. Komplett ohne Ton. Ja, aber das ist okay. Ja, du hast recht eine Freude dabei, muss man sagen. Jetzt, weil es beim zweiten Versuch funktioniert hat, findest du dich jetzt auch wieder ganz gut. Also muss ich auch sagen, Korean Fried Chicken, ich gehe in Köln ja immer wahnsinnig gerne da in dieses Cosmo Wings. Ja, aber die, glaube ich, nehmen ein normales Huhn übrigens, gell? Nein, die nehmen Chicken Wings. Deshalb heißt sie auch, na, wie heißt Cosmo Wings. Deshalb, oh, jetzt okay, sehe ich ein bisschen Wasser rein. Blöd. Ja, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Ja, jetzt ist wieder ein bisschen Wasser. Oh, je, oh, das wird immer schlimmer. Und ich merke gerade so, oh, scheiße, was mache ich, was fabriziere ich denn hier jetzt gerade für einen Blödsinn? Das ist die zweite Version, die erste haben wir. Die hätte noch schlimmer ausgesehen, gell? Damals fandest du das ganz toll. Es hat vor allem auch wirklich richtig gut geschmeckt. Deswegen kann ich hier mich jetzt ganz aus... Kannst du jetzt gerade auch schon wieder deine Eier irgendwie rumbaumeln lassen. Ich kann jetzt... Okay. Okay, mal probiert das einfach ein bisschen vom Teig ins Fett rein, um zu sehen... Hitze gut, Hitze nicht gut, weil die Hitze muss natürlich passen, weil das Huhn ist jetzt ja nicht nur 2 Minuten drinnen, es muss jetzt ja lange frittieren. Und vor allem muss es 2-mal frittieren. Wie lang rühre ich das arme Stubenküken jetzt rum? Ja, die muss schon schlecht. So wie ich jetzt geschaut habe, da ist jetzt sicher wieder blöde Frage gestellt, ja, so wie ich gerade geschaut habe. Ja, ich habe eine blöde Frage gestellt. Ich stelle nur blöde Fragen. Oder eine provozierende. Ich glaube, dass dem Huhn schon schlecht ist. Ich glaube, das dem ist ganz schön schwindelig, das arme Ding. Du erklärst da gerade, dass man das jetzt 2-mal frittieren muss. Und ich sage, wieso denn 2-mal? Ja, dann sage ich ja, weil das... Jetzt kommt's. Achtung, das geht fertig. Jetzt. Es ist schon geil jetzt, ja. Also es war jetzt nur nochmal... Oh, scheiße, immer noch nicht heiß genug, ja blöd. Jetzt soll ich wieder ein bisschen rum. Oh Gott. Nicht, dass die armen Leute das anschauen müssen so. Also nochmal Mehl. Und wieder ein bisschen rühren und rühren und rühren. Mir ist gar nicht eingefallen. Ich glaube, ich. Halbe Stunde. Andere bekommen einen Tennisarm. Ich bekomme, glaube ich, einen Stubenkükenarm. Ja, das ist so ein Krampf im Unterarm, weil ich so lange dieses arme Stubenküken rumrühre. Warum hast du heute dasselbe T-Shirt an wie damals? War das Absicht? Weil ich kein anderes mehr habe. So. Ah ja, oh, jetzt wird es langsam hier. Ja, aber sehr langsam. Sehr langsam. Ja. Also es ist ja 2-mal frittiert. Das wäre ja jetzt zum Beispiel was, was man rausschneiden könnte. Gell? Aber da wir ja gar nicht wissen, wie man Videos schneidet, müssen wir das anschauen.
Ja, die Leute, also und die Menschen jetzt schauen sich ja jetzt das immer so ewig an. Jetzt auf die Plätze. Aber sie können sie auch weiter so vorspulen, fertig. Oder? Los. Tauchen. Oh ja, oh, jetzt blubbert es ein bisschen leer zum Glück. Alles rein. Alle Stubenküken in die heiße Badewanne. Ja, nochmal ein bisschen drehen. Ja, da ist der Teig über den. Ja, glaubst du, dass ich das nicht checke oder was? Ja. Super, sehr schön. Und der letzte Schenkel geht baden. Gut. Hände waschen ist jetzt very important. Scheiße, ich habe so Hunger jetzt gerade. Wie lange bleibt das jetzt da drinnen? Das sehen wir ja dann. Ja, wir haben jetzt kein Timer hier. Nee, aber ich glaube, dass ich mich jetzt, wenn ich alles richtig mache, dann mache ich mich jetzt an die Marinade. Mit dieser Korean Chili Paste, ja, die diesen wundervollen Geschmack dann gibt, den es braucht für einen Korean Chicken. Na, jetzt tust du nur mal schauen, ob es schwimmen können. Ja, man muss ja natürlich das ein bisschen bewegen, nicht, dass es vor unten anhängt. Also anklebt, meine ich. Anhängt. Wieso bist du jetzt auf die leere Schüssel gegangen? Also deine Kameraführung kann man schon auch ab und zu mal ein bisschen... Also jetzt einfach weißt du, wenn Schüssel du mal wollt. Filmst, wenn ich was koche, was hast dann, du filmst rausgenommen? Erdnüsse, dann filmst du ja die meiste Zeit dich selber. Schau, ich tue jetzt... Darüber würde ich mir Gedanken machen. Knoblauch schälen, fantastisch. Und Sojasauce herrichten. Ich habe jetzt, glaube ich, die Sojasauce gut geheißen. Wieder irgendwas erzählen. Ich finde, dass ich recht sympathisch ausschaue gerade. Ja, natürlich. Es ist ja nicht immer so. Jetzt schneidest du den Knoblauch. Mhm. Zwei Knoblauchzehen. Was für eine schöne Technik. Schau, wie ich mich seitlich ans Brett stelle. Ich finde, das ist ganz wichtig. Der Gesichtsausdruck ist auch hart. Unterlippe nach vorne. Ganz wichtig. Oh, ja. Hacki, hacki, hacki. Hacki, hacki, hacki. Schau, wie schnell ich den Knoblauch gehackt habe. Ich habe mir gerade gedacht, wir haben auf Speed gemacht. Nee, ich bin Speed. Ah, Zitrone. Ingwer. Du brauchst nicht auf Speed machen, wenn du mich filmst, weil ich bin Speed. Hey. Frischer Ingwer. Er schält den Ingwer und schaut dabei ein bisschen komisch rüber. Kommt dir auch vor, dass ich die Unterlippe immer weit nach vorne klapp? Tust immer. Das ist aber nicht schön. Tja, das ist auch der Schmollblick. Oh, jetzt kommt der Pauseblick. Und, oh. Bin ich süß, oder? Oh, jetzt kommt der Blick zum Topf. Wahrscheinlich schauen wir jetzt mal wieder, wie es dem Hühnchen geht. Ja. In der goldenen Flüssigkeit. In der goldenen. Da schaut es immer so aus, als könnte man das ein bisschen schneller machen. Wäre auch mal cool, wenn man das einfach schneller vorspulen könnte. Und dann hackt er immer noch. Und wenn er nicht gestorben ist, hackt er immer noch. Oh. Jetzt müssen hier noch Leute anrufen, oder wie? Ja, jetzt hängt's. Video. Okay, dann kommt der Scheiße. Öl. Das ist ein neutrales Öl, ja, was jetzt da jetzt reinkommt. Öl in die Pfanne ist oder ein Topf. Den Topf ist keine und Pfanne. Wieder hacken, weil wir ja noch nicht genug gehackt haben, hacken wir noch ein bisschen weiter. Ja, es muss ja fein sein, weil ich passiere die Soße dann nachher ja nicht. Das röste ich jetzt schön an, Ingwer und Knoblauch. Tust du das schön anrösten, oder? Nicht hässlich, das ist toll. Schau, es ist total schade, dass man das jetzt hier nachspricht, weil jetzt kann ich das nicht riechen. Ja, jetzt geht es uns, jetzt geht es uns genauso oh, wie den Zusehern immer. Weil ich weiß ganz genau, wie das schmeckt. Wir haben es ja schon gegessen. Oh, hätte ich jetzt Bock auf dieses Chicken. Das ist ja echt mega. Ich habe so Hunger. Was schaust du jetzt noch? Hast du jetzt in ein Kochbuch reingeschaut? Ich glaube, dass du da irgendwas. Ah, das ist jetzt diese Korean Chicken Soße. Nee, oder? Das ist Ketchup. Ah, okay. Das ist einfach Ketchup. Was auch immer.
Honig. So ein bisschen Süße, ja. Da gehe ich jetzt mit Honig ran. Honig. Das ist ja die Süße und die Schärfe, die hier die große Rolle spielt. Ah, jetzt kommt die Korean Chicken Paste. Korean Chicken Paste, die bekommt es bei jedem Asialaden. Oh, riech mal. Und ich habe gesagt, oh, na, das ist aber sicher scharf. Und du hast gesagt, ja, na, das ist aber total gut. Ohne dem geht's nicht. Dann hast du einen Löffel da so reingeschmissen, holst dann frischen, tust so viel rein und dann habe ich quasi genau, dass du nochmal so viel rein hast. Echt? Ja. Jetzt pass auf. Wieso tue ich den Löffel dann sauber machen? Ja, keine Ahnung. Du tust sicher nochmal was rein. Boah, ist das schön. Schau. Aber es ist auch bescheuert. Man hört kein Brutzeln und nichts. Das ist komisch, oder? Wenn man kocht und man kein Brutzeln hört. Du tust nur Sojasauce rein. Schaust komisch. Hast du wieder irgendwas Komisches gefragt? So. Na, wirklich? Ist das nicht so. Wieso gehst du denn jetzt in den Topf rein? Weil ich dich sehen wollte. Das ist so spannend, ist das Soßen umrühren ja jetzt auch nicht, oder? Schau mal einen schönen Glanz an. Mhm. Und rühren, und rühren. Ich glaube auch, dass da Geschmacksverstärker drin sind. Oder der Finger, das war der falsche Finger. Jetzt ist noch gar nicht scharf genug, jetzt tust du noch mal so ein Ding rein, wetten? Ich hätte geschworen, du hast da zwei so Löffel rein. Ja, nee, ich weiß, was ich tue. Alles, es sind alles, jeder Handgriff. Jetzt lass das ein bisschen reduzieren, oder? Ja. Aber nicht zu viel? Nein. Okay. Du tust wirklich nur einen Löffel von dem rein. Mhm. Ist mir so viel vorkommen. Ich habe jetzt mal das Huhn gerührt. Ah, das bist du. Wenn du mal lieber geschaut hättest, dass der Ton funktioniert, ja. Nee, wie das Huhn. Um das Huhn kümmere ich mich schon. Was mache ich jetzt nochmal? Essen. Das ist immer ganz wichtig bei dir zwischendrin. Kannst du meine Lippen lesen? Nein. Schaffst nicht, oder? Nein. Ich glaube, ich mache jetzt einen Chinakohlsalat, weil er gerade da so zufällig gelegen ist, ja. Zufällig? Ja. Das war doch kein Zufall. So. Jetzt bin ich gespannt, wie ich den schneide. Okay. Jetzt wird sich jeder denken, oh, jetzt legt er den Salat da drauf, wo zuerst das Huhn gelegen ist. Ah, er nimmt doch ein frisches Brett, aber der Salat lag schon. War das 3-Sekunden-Regel, oder? Ja. Okay. Schau, wie ich elegant schneide. Also wenn man da so andere Köche anschaut, auch Fernsehköche, die stehen bei weitem nicht so elegant und so nahe zum Produkt dran. Oder kennst du die Emotionen, die ich aufbaue zum Lebensmittel? Du hast gerade Produkt gesagt. Kennst du? Ja, das Produkt ist das Brett. Natürlich. Immer. Das ist eingeschnittener Chinakohl. Warte, diskutiere nicht so viel. Erkennst du, wie ich zum Lebensmittel stehe? Schatzi, ja, du hast es ganz toll geschnitten. Es gibt's doch nicht, dass wir da jetzt drüber reden müssen, wie toll du beim Brett stehst. So, aha, jetzt höre ich jetzt, gerade was. Jetzt wird's knusprig da hinten. Ich hab's gehört. Oh, schön. Also das ist ja das Schöne am Kochen. Der Geschmackssinn, der Geruchssinn. Und wir haben hier gerade weder was zum Essen nachher, noch einen guten Geruch. Küche aufräumen, weil das bleibt ja auch mir über. Ich lache mich kaputt. Ja, wer putzt sonst, glaubst du? Zitrone, eine Limette. Ja. Wird geviertelt. Jetzt habe ich sie geviertelt und mir fällt wahrscheinlich gerade... Ja, weil ich eine Marinade für die... Was hast du denn jetzt gemacht, du Depp? Na echt, jetzt hast du drauf gedrückt. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur synchron ist. Ja, wie? Ja, das heißt, du hast halt jetzt ein Ding gemacht, ein Hupfer. Okay, also nochmal Korean-Paste, Sojasauce, Limette. Das wird jetzt eh nicht mehr synchron sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich mag das nicht noch einmal machen müssen. Egal, das ist halt jetzt so, wie es ist. Es ist Koriander. Was ist das? Koriander. Minze. Minze, Koriander, ja. Das kommt alles jetzt in diesen China-Kohlsalat rein. Wir haben ja auch... Das war sehr lecker, muss ich sagen. Mhm. Da kann ich mich nur dran erinnern. Schöne Frische, gell? Mhm. Frische. Ja. Aber da habe ich jetzt eben diese Korean Chili Paste nochmal hergenommen für die Hühnergäste. Ja, ich wusste, das waren zweimal. Ja, jetzt hast du endlich recht. Aber mich wundert es, dass du die Hühnchen da noch nicht raus hast. Die ist doch jetzt raus. Ja, die müssen irgendwann raus und dann kommen sie wieder rein. Genau. Die müssen unbedingt zweimal rein. Warum hast du jetzt den Topf so rumdreht?
Ja, das ist ein bisschen wichtig, shaken, dass kannst. Man einfach immer wieder fürs Auge den Topf dreht. Also. Ja. Ah ja. Da schneidet er wieder und grinst. Wieso die Schüssel aufs Brett liegt? Ja, das klappert ja sicher die ganze Zeit. Warum das auch so ein Wackelbrett ist? Ah, das kommt direkt da rein. So, sehr gut. Was für eine Leichtigkeit, echt. Du bist schon sehr überzeugt von dir selbst, gell? Aber ja. Erdnüsse. Geil. Hätte ich jetzt gerne den Salat. Ja. Jetzt suche ich wieder. Ich glaube, ich suche ein Microplane, um das ich Zeste reiben kann. Glaubst? Und dann frage ich mich, warum habe ich Trottel die Zitrone, den Limettensaft gepresst und nicht davor die Zeste reingetan? Hm. Jetzt beschwere ich mich gerade, weil nie alles da ist, wo es sein sollte. Ich suche sicher eine Microplane. Weiß ich. Ja, Microplane. Siehst du? Ah, für den Ingwer. Ja. Ah. Ja, man muss ihn ja nicht immer hacken. Es geht ja gerieben genauso in dem Fall. Und die Zunge, die muss immer raus. Also bei bestimmten Sachen muss man immer die Zunge raustun. Ja. Okay. Jo. Die Mettensaft ist schon drinnen in der Vinaigrette, oder? Ja. So, dann ein bisschen in der Nase popeln. Du bist ja der Du hast gerade in der Nase popeln. Ich popel nicht in der Nase. Oh, doch, hast du. Genug gesehen. Gut, Soße fertig. Ja. Salat fertig. Hühnchen schwimmt. Jetzt wissen wir nicht, was wir jetzt tun sollen. Was könnte ich denn jetzt reintun? Hm. Noch einen weißen Essig, Limette. Ich weiß auch nicht. Na, vielleicht. Yuzu wäre geil. Ja, scheiße. Aber kein Yuzu da. Sesamöl. Sesamöl. Was nehme ich für Öl? Ich glaube, du hast gefragt, was soll ich für Öl nehmen? Schon, gell? Hm. Ja, dann habe ich gesagt, Sesamöl. Dann weiß nicht, was das ist. Genau. Schmeckt es überhaupt noch oder Nein. ist es jetzt schon so lange in der Schublade? Nee, das schmeckt nicht mehr, weg. Schon mal so, als ob es... Ich habe gesagt, Sesamöl, das hast du noch gemacht, das ist ja Sesamöl. Ja. Wunderbar. Und dann irgendwas Neutrales, ja. Das ist Sonnenblumen. Sonnenblumenöl. Ich habe ja heute gelesen, dass es total ungesund ist. Ehrlich? Mhm. Richtig ungesund. Vor allem das Raffinierte. Das Kaltgepresste nicht, aber Raffiniertes. Sonnenblumenöl ist total ungesund. Und haben wir das? Da sind so viel. Ich glaube schon. Da sind so viel. Warum haben wir ungesundes Öl? Ja, weiß ich nicht. Wieso weißt du das nicht? Du hast es gekauft. Nee. Doch. Nö. So. Also Leute, das, was davor gestanden ist, habe ich gekauft, aber ich glaube nicht, dass das raffiniertes ist. Mhm. So, ja, jetzt kommen das erste Mal die jetzt kleinen Teilchen raus. Und jetzt muss man sagen, sollten sie dann auch mal eine Zeit lang hier liegen gelassen werden, weil jetzt zieht das Ding natürlich Feuchtigkeit, ja, und die Feuchtigkeit, die man drinnen im Fleisch hat, ja, geht ja dann auf die Kruste, Haut. Auf die Haut, auf den Teig über und dann verliert es an Knusper. Und dann müsste man es einfach so eine Viertelstunde später wieder reintun zum Frittieren. Also ich glaube, dass wir jetzt nicht so lange warten. Aber durch das zweimal Frittieren bleibt es dann schön knusprig. Ich kann gar nicht mehr reden. Ja, mir tut so der Speichelfluss. Hast du den auch gerade? Nein. Weil ich so Hunger habe. Ich komme mir vor wie so ein Sabberhund. Hast du nichts gegessen heute? Nee. So nicht? Weil ich noch keine Zeit habe, weil du mich die ganze Zeit eingeteilt hast mit irgendwelchen Dingen. Ja. Stimmt. Ne? Ich verstehe schon. Schau, wie du die Schultern immer hochziehst. Das hast du es fallen lassen. Mhm. Das hast du, glaube ich, festgeschaut. Schau. Ja, das habe ich gerade gesagt. Ja. Also bleibt entspannt beim Kochen. Je entspannter ihr kocht, desto besser wird es werden. Ja, desto entspannter ist das Huhn. Ja. So, ich mache es gerade ziemlich bewusst. Wieso? Du immer mit dem Mittelfinger. Ja, du tust immer Finger ablecken. Ja, und? Ja, wie ja und? Ja, man kann es ja, das ist unser Ding. Ja, aber das ist doch, muss man doch nicht immer den Finger. Oh, schau, wie den Mund aufreißt. Ich mache immer den Mund auf, wenn ich dich fütter. Oh, lecker. Ja, mein Gesicht hat gezeigt, ja, dass, ja. ich sage, wie geil das ganze Ding ist. So, und jetzt gehe ich wieder rein. Komm, schmeiß rein. Los, rein. Kommt, ihr Hühner, geht noch mal baden.
Auf die Plätze, fertig, bam. Bam. Nehmen wir die ganze Zeit noch auf hier eigentlich, oder? Ja, glaube schon. Ja, das wäre sie jetzt noch. So. Bist du die Brust, Team Brust oder Team Keule? Das ist eine ganz, eine. Also diese Frage solltest du dir nach 13 Jahren selbst beantworten können. Du bist Team Keule. Mhm. Schon, gell? Ja, ja, natürlich. Es gibt aber Menschen, die sind Team Brust. Ja, der Diego. Es ist lustig, weil Menschen, die Team Keule sind, verstehen Team Brust nicht und Team Brust versteht Team Keule nicht. Das sind zwei so unterschiedliche Teile von einem Lebewesen. Aber das ist bei uns genauso, gell? Ja. In Teilen oder in Personen gesprochen? Ja, da gibt es ja auch Team Keule und Team Brust. Also ich bin ja auch was? Ich bin bei dir auch Team Keule. Wie? Ich mag deine Keulen viel lieber als deine Brust. Ja, ja, ist ja nicht so viel Tage. Ich mag deine Brust schon, aber deine Keulen finde ich noch viel schöner. Okay, aber du fragst mich jetzt auch gerade wahrscheinlich, und was magst du lieber, deine Brust oder deine Keulen? Ich mag auch deine Keulen lieber. Gut. Da schwimmen sie ein zweites Mal. Das Interessante ist ja, wenn du das richtig frittierst, ja, dann bleibt das ja dann ewig knusprig. Auch wenn du dann. Das ist aber eh lang knusprig geblieben. Jetzt ja, du hast es ja am Abend nochmal gegessen. Ja. Wir haben ja das Mittag gemacht und am Abend habt ihr das nochmal gegessen und da war es ja immer. Nein, am Abend war es nicht mehr. Aber mittags, als dann wir Besuch gekriegt haben, 2 Stunden später, war es noch knusprig. Ah, ja. Das ist Sesam, der wird angeröstet in einer Pfanne. Genau, der wird angeröstet, weil der kommt dann über das in diese Chicken Chili Marinade gewälzten Keulen und Brüsten, dann über die Teile kommt dann die Sesam und der Frühlingslauch. Die Sesam und der Frühlingslauch. Das ist aber nicht richtig. Jetzt weiß ich wieder nicht, was tun gerade. Jetzt schneidest du einen Frühlingslauch. Frühlingslauch, einer für mich schönsten Gemüse überhaupt. Grundsätzlich so Zwiebelgewächse. Habe ich dich so ein bisschen überzeugen müssen erst nach Jahren. Du wolltest nie einen Schnittlauch. Stimmt ja gar nicht. Doch, du hast nie Schnittlauch mögen am Anfang. Das ist ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Okay. Träumst jetzt wieder von irgendwas. Voll bei Excellent. Klopfst und es hört sich gut an. Ja, das tut jetzt so richtig dock, dock, dock. Ich langweile mich gerade total. Ja, kann sie ja was erzählen. Oder das nächste Mal schauen, dass unsere Mikros funktionieren. Ja, genau. Weil bei 150 Videos einmal der Ton nicht klappt hat, bin jetzt allein ich dafür verantwortlich. Ja. Du hast ja deinen so nicht einmal eingesteckt. Aber geht gar nichts, wie du merkst. Ja, eins war nicht an und eins war nicht eingesteckt. Ja. Ja, haben wir halt parallel gemacht. Okay, jetzt schneidest du den Frühlingslauch. Ja, das ist geil. Du langweilst dich jetzt noch. Ja. Ja. Ich finde es schon sehr langweilig. Ja. Ich habe vor allem Hunger jetzt echt. Ja, verdammt, mir ist so schwindelig echt. Wo gehen wir jetzt hin essen? Ich klaue jetzt hier gerade noch einen Salat. Hast du, wo gehen wir jetzt essen? Wollen. Schau, jetzt lachst du wieder, weil du den Frühlingslauch schneiden kannst. Ha, na, 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 na. Weiß, schneiden, Dinge schneiden ist sowas Schönes. Und weißt du, was ich am liebsten mache, das ist mir wieder jetzt mal aufgefallen. Tust du gern Dinge schneiden? Ja, ich tue es am liebsten tue ich Fische filetieren. Wirklich? Ich liebe Fische filetieren. Echt? Und ich liebe es, große Fleischteile auseinanderzunehmen. Also so Metzger-Dinger. Jetzt gehen sie. Leute, jetzt gehen sie gerade. Ja, so Rücken oder so Keulen, so Kalbsschlägel oder Schultern so auseinanderzunehmen, das liebe ich. Das ist wirklich dann, da geht das Kochenhandwerk richtig los. Mhm. So, jetzt schaust du so, schüttelst den Sesam durch. So, jetzt geht's raus. Geile Farbe, oder? Raus.
Schön waren die. Ja, die waren auch wahnsinnig lecker. Boah, war das lecker. Das war so lecker. Jetzt piepst wieder irgendwas hier. So, los geht's. Jetzt werden die dann noch eingepinselt, oder? Oder? Ja. Und eingestreut? Jetzt. So einen Stress hast du auch nicht, gell, beim Kochen. Wieso soll ich einen Stress haben? Ich weiß, manchmal einen Stress hast, aber da jetzt nicht. Ja, aber es gibt halt so Dinge beim Kochen, die einfach länger brauchen. Es bringt dann nichts, wenn ich einen Stress habe, ja, und das Huhn doch einfach diese Zeit braucht, ja, um frittiert zu werden. Eben. Oh, das war so gut. Das war so lecker, das Zeug. Ha? Ja. Fuck. Das war echt gut. Hey Leute, macht's das. Ganz ehrlich, ob es jetzt mit Stubenküken macht, ob das mit Chicken Wings macht, aber probiert's das unbedingt. Das ist so lecker. Ihr werdet so eine Freude haben. Ihr werdet auch so eine Freude bereiten. Man könnte es auch mit Blumenkohl machen. Was? Blumenkohl? Ja, wieso nicht? Kann man wenn ja auch. Wieso? Jetzt mal Chicken. Na, aber man meine Chicken mit Blumenkohl. Das ist ja nicht jeder Fleischesser. Man kann das doch auch mit Blumenkohl machen. Ja, man kann es auch mit Tofu machen. Na, das schmeckt mir. Da, ich war jetzt mit dem Nick, war ich mal Chicken Wings essen und da hat der Tofu essen müssen. Das war so ein Blödsinn, echt. War der auch frittiert? Ja, genau so. Mhm. Mit demselben Ding, ja. Ja, und war das schlecht? Ja. Wirklich? Ja, das war nicht gut. Hat ihm das nicht geschmeckt oder dir nicht? Er, mir nicht, weil ich den Vergleich habe, weil ich halt weiß, wie das Gute ist. Er isst ja nur Tofu. Also in dem Fall als Vegetarier. Aber das kannst dann halt einfach nicht vergleichen. Wieso habe ich da so ein grünes Ding am Finger? Ja, das wird halt noch ein Koriander sein, den du nicht ordentlich entfernt hast. Schau, aber man merkt auch, dass ich das Talent zum Malen habe, wenn ich so einen Pinsel in der Hand habe. Mhm. All die Talente in dir. Und du fährst immer mit dem kleinen Finger rein, ich immer mit dem Mittelfinger. Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Du bist so der Kleinfingerprobierer. Ich finde es auch eleganter. Mhm. Jetzt ist wieder eine Nachricht gekommen. Mhm. Jetzt kommt der Sesam drüber. Ich liebe Sesam. Ich liebe Sesam. Das ist ein lustiger Sesamgeschmack, der ist so geil. Jetzt kommt Frühlingslauch drüber. Mhm. Glaubst du, wir probieren jetzt auch was? Ja, sicher. Da muss ich wegschauen. Ich stelle mir gerade vor, wenn die 25 Minuten, was das Video jetzt gedauert hat, die ganze Zeit 30, nur gesagt 30. hat, das Füdelüdelü, Füdelüdelü. Oh, du Scheiße. Wie Hunger. Oh Gott. Schau, okay, schau meine Freunde, schau mein Gesicht. Ich kann immer länger hinschauen. Schau mein Gesicht. Ach, oh, wie Hunger. Aha. Umdrehen, nein, jetzt nicht filmst. Mit der Soße schaut ganz doof aus. Kannst du das jetzt mal wieder umtun? Hast du gesehen, dein Gesicht? Hast du eine leichte Aggression erkannt? Ja, sicher, wenn ja. Mag ich das nicht. Ja. Der Salat dazu, das Huhn und rein in den Mund. Wie kann man so viel da reintun, wenn es noch so heiß ist? Oh, das ist dir selber bewusst geworden. Oh, heiß, oh, heiß. Oh. Nein, ich merke, boah, das ist ja noch besser, als ich gedacht habe. Mhm. Ich glaube, das fertig, war's. Fertig, bisschen fertig. Ausmachen. Tschüss. Warte, ich bin noch nicht draußen.